Erste Schritte in Jacama. Als Anwender einer Tabellenkalkulation haben Sie Tabellen als Vorlage. Um zu folgendem Ergebnis zu kommen, sind nur 5 einfache Schritte notwendig. Ein Repository in Jacama erstellen. Menüpunkt New Repository anwählen, sowie Speicherort und Projektnamen festlegen. Ergebnis ist das geöffnete Repository. Mit Graphical Metamodel das Metamodel öffnen. Nach einem Doppelklick auf die Tonne kann der ersten Tabelle ein Name gegeben werden. Nach einem Klick auf den kleinen Pfeil können Properties, die späteren Spaltenköpfe, sowie der mögliche Inhalt der Spalte festgelegt werden. Mit dem Plus des Kontextmenüs können neue Felder hinzugefügt, mit dem Kreuz nicht mehr benötigte Felder gelöscht werden. Über das Kontextmenü der Freifläche im Metamodell lassen sich weitere Tabellen definieren. Mit Click and Drop lassen sich dann die Tabellen verknüpfen. Dann wird das Metamodell wieder geschlossen. Mit Klick auf New View im Kontextmenü des View-Bereiches erstellt man einen neuen View. In der ersten Zeile wird dann das Wurzelelement für die zu erstellende Tabelle angegeben. Um Tippfehler zu vermeiden, kann mit Doppelklick auf die Zeile eine Auswahl der möglichen Typen angezeigt und das gesuchte Element ausgewählt werden. Für eine bessere Übersicht in später auch kaskadierten Views wird der Wurzelzeile noch eine Farbe zugewiesen. Mit einem Klick auf das Shift-Symbol am Ende der Zeile ändert man die Editierbarkeit. Update Columns macht die Auswahl der Spaltenköpfe sichtbar. Doppelklick auf den ersten Spaltenkopf öffnet ein Editierfenster, wo die Bezeichnung des Spaltenkopfes ausgewählt werden kann. Mit dem Non-Color-Button wird die Textausrichtung der Spalte und mit dem Stift wieder die Editierbarkeit festgelegt. Nach dem jeweiligen Schließen des Bearbeitungsfensters wird darunter eine Tabellenvorschau sichtbar. Mit Show View Configuration die View-Konfiguration wieder schließen. Ergebnis ist eine leere Tabelle mit den im Metamodell vordefinierten Spaltenköpfen. Den ungenutzten View 1 mit dem roten Kreuz von seinem Kontextmenü löschen und New View mithilfe des Kontextmenüs noch passend umbenennen. Fertig ist die leere Tabelle. Nun können die Daten aus der Tabellenkalkulation einfach hineinkopiert werden. Falls nicht alle Daten aus der entstandenen Tabelle benötigt werden, können jetzt noch Filter genutzt werden. Hierzu wird ein neuer View erstellt und entsprechend umbenannt. Jetzt muss nur noch in den View-Konfigurationen der gewünschte Filter mit Hilfe von eckigen Klammern eingefügt werden. Für die zweite Tonne aus dem Metamodell wird nun noch ein weiterer View erstellt und farblich angepasst. Hier ist es beispielsweise auch möglich, die Spaltenköpfe aus dem Metamodell einfach herüberzuziehen. Nun können die entsprechenden Regionen manuell eingetragen oder wieder aus der Tabellenkalkulation kopiert und eingefügt werden. Zuletzt können bei der Arbeit mit mehreren Tabellen diese auch nebeneinander gezogen werden.